Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute erzählen wir euch mal von den Grünen. Die Grünen sind jetzt seit über 40 Jahren in der Politik. Warum, weiß auch keiner. Denn viel machen sie nicht, müssen sie auch nicht. Machen ja all die anderen. Sie sitzen meistens da und warten, bis sie gewählt werden. Und das hat bis jetzt immer gut geklappt. Und wenn es mal nicht gut aussieht, dann kommt immer was dazwischen. Und dann sieht es wieder gut aus. Das sind dann meistens Tsunamis oder Kernkraftwerke. Die sorgen dann dafür, dass die Grünen gewählt werden. Obwohl die eigentlich gar keine Ahnung oder Meinung haben. Klar, muss man was gegen den Klimawandel machen. Aber nach der Wahl erklären die Grünen dann, warum es wegen dem Koalitionspartner, mit dem man gut und gerne koaliert, dann doch nicht so schnell geht und eigentlich doch der Bund dran schuld ist. Außer man ist Teil der Bundesregierung. Nehmen wir als Beispiel die Grünen in Frankfurt. Wie sagte letztens ein Medienmanager auf die Frage, welche Rolle spielen die Grünen in Frankfurt? Gar keine. Die Grünen in Frankfurt haben gelernt, abtauchen, nichts tun und die Wohlfühlpartei für alle sein. Unter dem Motto, jeder mag uns und solange wir nichts tun, können wir auch nichts falsch machen. Ja, das hat immer gut geklappt. Bis auf 2016. Aber da war auch kein Tsunami und kein explodiertes Kernkraftwerk. Und die hier, die gingen noch zur Schule. Die Grünen sind auch immer dabei, wenn es um Macht geht. Dafür lassen sie dann auch gern mal ihre eigenen Leute über die Klinge springen. Die Grünen sagen auch, die SPD macht eine Kneipenschlägerei mit der Union. Ja, weil ohne die gäbe es keinen Mietenstopp, keine Fahrpreissenkungen, die Abschaffung der Kita-Gebühren, mehr Investitionen für Kultur, Gastro und öffentlichen Raum und den kostenlosen Eintritt in Schwimmbäder für unsere Kinder. Die Grünen haben ja auch jahrelang die Verkehrsdezernenten gestellt, die beiden zum Beispiel. In dieser Zeit haben sie Elektrobusse angeschafft, die roten Radwege ausgebaut, den Preis für Einzelfahrschein und Tagesticket gesenkt, dafür gesorgt, dass der ÖPNV rund um die Uhr fährt und versucht, das Mainufer-Auto frei zu bekommen. Oh, sorry, hab gerade mal nachgesehen. Das waren die ja gar nicht. Das war alles der von der SPD. Der hat das dann in den letzten 3 Jahren gemacht. Na gut, die Grünen hatten ja auch nur 10 Jahre Zeit. Und was ganz wichtig ist, die Grünen sind eine ganz spezielle menschliche Spezies. Die können ohne Rückgrat laufen. Oder anders gesagt, sie sagen nach der Wahl das Gegenteil von dem, was vor der Wahl behauptet wurde, ohne dass es jemand merkt. Und die Schuld am Ende irgendwie doch bei den anderen landet. Wahnsinn, oder? Das sieht man zum Beispiel an dem Tarek. Das ist der mit dem Terminal 3. Oder auch an den Güntersburghöfen. Das war Olafs Idee. Einer, der springen musste. Ein Wohngebiet für 4000 Menschen, weil Wohnungen sind rar in Frankfurt. Der Olaf wolle das noch mit der Überbauung des Sportplatzes von Grün-Weiß. Der Abenteuerspielplatz musste weg und der Bebauung von allen unversiegelten Flächen. Im Übrigen hat Rosi, die kennt ihr ja schon, den damaligen Plänen ihres Parteifreundes im Magistrat zugestimmt. Aber jetzt haben die Grünen gesagt, wir wollen das doch nicht bauen. Oder wie Frau Feldmeier sagt, baut überall anders, nur nicht hier. Oder wasch mein Fell, aber mach mich nicht nass. Es sind nämlich Wahlen und da wollen sie ihre Nordendwähler nicht verärgern. Deswegen kann man den Grüngürtel woanders ruhig bebauen. Oder auch die Mainvasen, da wohnt ja keine Klientel. Könnte aber sein, dass sie nach den Wahlen wieder bauen wollen. Ihr erinnert euch? Das mit dem Rückgrat. Die Grünen wollen auch, dass Frankfurt grüner wird. Warum haben sie das denn nicht schon längst gemacht? Die Grünen sind nämlich die einzige Partei, die seit 31 Jahren durchgängig in Frankfurt mitregiert. Das wusstet ihr nicht? Macht ja nichts. Man muss ja auch nicht alles wissen. Man merkt es ja auch nicht. Ja, und zum Schluss jetzt das Wahlprogramm der Grünen. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.